Steffen, Cannabiskultur, damit hast du angefangen, eine kleine Deutschlandtour hast du gemacht. Ja, damit angefangen, das war schon dann so nach 12 Jahren Legalisierungskarriere dann der nächste logische Schritt. Raus aus der großen Stadt Berlin, rein in die Fläche. Ich wollte den Leuten zeigen, dass man überall aktiv sein kann. Und das ist, so unbescheiden möchte ich jetzt mal sein, auch gelungen. Wir haben mittlerweile in Deutschland in ganz, ganz vielen Regionen Leute, die sich aktiv für die Legalisierung einsetzen. Und viele davon haben ihren ersten Schritt gemacht auf meiner Cannabiskultur. Ja, das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Wenn du jetzt schaust, wie viele 100 Menschen hier sind, was löst das an dir für Gefühle aus? Das gibt mir Hoffnung, dass es im nächsten Jahr noch mehr werden und noch mehr. Und dass ich irgendwann auch die auf die Versammlung traue. Dass ich irgendwann auch die auf die Versammlung traue, in denen wir vielleicht noch zu jung und zu bunt und zu unkonventionell sind. Was müssen wir denn tun in dem Jahr bis dahin, um vielleicht noch mehr Menschen dafür zu begeistern, um noch breiter aufgestellt zu sein? Ich glaube, im Moment ist unsere Aufgabe, dass wir den Leuten zeigen, dass wir ihnen nichts wegnehmen möchten. Legalisierung heißt nicht, ich nehme dir den Alkohol oder ich nehme dir den Tabak, sondern Legalisierung heißt, alle Menschen gewinnen was. Prohibitionskosten, die kostenlose Medizin oder zumindest bezahlbare Medizin, saubere Cannabisprodukte, das ist ganz, ganz wichtig. Aber dauert halt seine Zeit. Viele Menschen in diesem Land haben Angst vor Cannabis. Und gegen 4 Jahrzehnte Prohibitionslügen kommt man nicht über Nacht an. Da muss man Ausdauer haben. Ja. Unsere Bundesdrogenbeauftragte Marlene Mortler. Ja, was ist mit der? Die macht doch nur ihre Arbeit. Ich wollte nur mal dein Gesicht sehen. Ah. So schlimm ist die gar nicht. Wir hatten schon schlimmere Drogenbeauftragte. Ich bin ja nun einer von den älteren Semestern. Das heißt, ich kann mich noch an Schoppen-Ede erinnern. Eduard Lindner von der CSU. Dagegen ist Marlene Mortler so richtig eine Intellektuelle. Also ein Appell für Marlene Mortler von dir? Am Ende ist es wurscht, wer dieses Amt bekleidet. Solange das nicht ein Legalisierer macht, dürfen wir nicht darauf hoffen, dass aus dem Büro der Bundesdrogenbeauftragten eine liberale Politik kommt. Es stimmt mich sehr froh, dass der CSU-Minister Gröhe sich jetzt so pro Cannabis als Medizin äußert. Aber ich befürchte, auch da versprechen wir uns mehr, als dann am Ende rauskommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in einem Jahr um die Zeit legalen Eigenanbau für Patienten haben. Aber da wollen wir ja eigentlich hin. Auch die Patienten, die heute mitlaufen, haben das als Ziel. Ja. Nehmen wir mal an, wir haben ein Ziel, nämlich halt vielleicht die kontrollierte Abgabe von Cannabis. Gleichstellung mit Tabak. Man muss das Rad nicht neu erfinden. Das ist eine Regelungsform, die könnten wir morgen umsetzen. Da liegen die ganzen Gesetze in der Schublade. Jeder Steuerbeamte weiß, wie das geht. Wir müssen keine Verwaltung erfinden. Dieses Cannabis-Kontrollgesetz von den Grünen ist ein echtes Bürokratiemonster. Und deshalb kann ich auch verstehen, dass das auch wenig Gegenliebe stößt. Es ist halt Kontrolle. Und Kontrolle hatten wir in den letzten 40 Jahren genug. Wir müssen mal ein bisschen Freiheit wagen. Ja. Diese Freiheit wird durch wen umgesetzt? Durch die Politik oder durch die Menschen auf der Straße? Was ist der Weg dahin, um diese Freiheit zu erlangen? Der Weg ist meiner Meinung nach Aufklärung. Ganz klassische Bildungsarbeit, ehrliche Informationen nicht verschweigen, dass Cannabis Risiken hat, aber auch die Vorzüge aufzeigen. Die Menschen unterstützen, die Hilfe brauchen, insbesondere den Patienten. Wir als Gesunde sind da in der Pflicht. Für jeden, der heute hier ist, sind 2 oder 3 zu Hause, die es nicht können, rein körperlich. Und da müssen wir dran arbeiten, dass diese Leute ein Gehör kriegen. Steffen, vielen Dank für dein Statement. Immer wieder gern. Bis Berlin.